Künstler sein, meint man heute, heißt frei seinem Genius folgen. Man kann sich einen Böcklin, einen Klinger, einen Feuerbach nicht im Dienst irgendwelchen Machthabers denken. In den früheren Jahrhunderten gab es zwar eine solche Unabhängigkeit nicht. Rembrandt war der Erste, der sich vom Besteller frei machte. Alle älteren Künstler erledigten in der Hauptsache Aufträge, die ihnen von geistlichen oder weltlichen Fürsten zugingen. Doch immerhin, Raphael wie Michelangelo, Tintoretto wie Tizian hatten, obwohl sie von den Päpsten oder dem Staate Venedig besoldet wurden, die Freiheit, für die verschiedensten Herren zu arbeiten. Velázquez ist lediglich Hofmaler. Ein Maler ohne Publikum, nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit tätig. Denn seit seiner Übersiedlung nach Madrid malte er fast kein Bild, das nicht für den König bestimmt war. Aufträge von anderen konnte er so wenig übernehmen, wie ein Schriftsteller für beliebige Blätter schreiben darf, wenn ihn ein festes Gehalt an eine bestimmte Zeitung bindet. Wird doch von dem Papstporträt der Galerie Doria ausdrücklich berichtet, Velázquez habe als Kammermaler seiner apostolischen Majestät jede Bezahlung zurückgewiesen, weil der König, sein Herr, eigenhändig ihm die Honorare auszahle. Noch weniger frei war er in der Wahl seines Domizils. Er hatte da zu sein, wo Majestät zu residieren geruhte, bald in Madrid, bald in den Jagdschlössern, bald im Felde. Seine Welt ist das Königsschloss, sein Leben das eines Hofbeamten, der langsam, der Ancienitätliste gemäß, die hierarchische Leiter emporsteigt, als Kammerjunker anfängt und als Oberzeremonienmeister endet.